Ja, erstmal herzlich willkommen zum Motonkoi-Blog. Heute wieder mit Makoto. Hi, konnichiwa. Hi, konnichiwa. Bei Yves, mit Yves und Yves Kumpel Rico und Volker rennt auch noch irgendwo rum. Und gerade haben wir mal angefangen, hier so zu gucken und zu machen. Und plötzlich ist ein riesen Deutz-Karaschi vor uns hergeschwommen. Und dann haben wir beschlossen, weil der dieses Jahr mit knapp über 90 Zentimeter hier ankam, dann wollten wir jetzt wissen, ach du heilige Scheiße, dann wollten wir wissen, ich mach das gerade nicht wirklich. Ich mach's nicht. Ihr habt jetzt geglaubt, ich mach das, gell? Volker, nimm du mal die Kamera runter und film, da kannst du auch nichts falsch machen, die stellt automatisch scharf. Ja, mit der Hogai. Ja, mit der Hogai, ne? Ich muss hinter das Ding wegziehen. Den grauen Nippel. Nach vorne zu dir, Herz in den grauen Nippel, dann fällt die Kamera runter. Einfach dann rausklappen und das Ding runterdrücken. So, und dann wollen wir jetzt wissen, ist der Karaschi schon ein Meter oder nicht, weil das Problem ist, das Problem ist, dass in einem 2,60 Meter tiefen Teich, Volker hat gerade eine neue Folge von Jugend forscht belegt, in einem so tiefen Teich ist das wirklich schwer auszumachen. Und drum haben wir ihn jetzt, komm mal näher her, Volker, oder du kannst mir gleich die Kamera geben. War doch gar nicht so schwer, oder? Ich finde den Kescher klasse. So. Okay. Ja, okay. Nee, in den tiefen Teichen sind große Koi toll anzugucken, aber die Größe ist immer schwierig. Nein, Sanji? Du musst ins Maul nicht so vertrocknet davon. 95, 97. Also 2 cm. 2 cm 大きくなりました。それはまあまあいいね。そうだね。はい。Bist du zufrieden mit 2 cm? Wie viel hätte? 97 jetzt, inklusive der 2 dazu gezählten. Hallo Yves übrigens. Also ich habe jetzt zum ersten Mal hier vollen Teich genutzt zusammen mit Makoto. Und dein Wasser sieht perfekt aus. Hi, Modoste. Hi. Makoto wartet immer, bis er eine klare Anweisung bekommt. Der hätte ihn jetzt eine Stunde hier, wir hätten Mittag essen können und er hätte ihn hier so gehalten. Hi Mako. Hi. So nochmal mal die Idee. Ano, sono saiz no ike wa Nihon ni yoku aru? Naides. Naides, ne? Wie viel Tonnen hast du nochmal? Wie viel Kubikmeter Wasser? 160. 160 Kubik. Das ist natürlich ein Wort. Und durchgängig sind sie 2,60 Meter tief. Und du bist jetzt die erste Saison bist du jetzt so mal durchgegangen. Gibt's noch irgendwas? Nicht ganz so. Also im November haben wir gefüllt und im März kamen Fische rein. Wie viele sind jetzt drin? 40. Ist nicht sonderlich viel. Mizu no shitsu wa dou desu ka? Joshi wa dou? Sugoi kirei da ne. Sugoi kirei, ne? Und wie viele neue Koi kamen dieses Jahr rein von uns? 30. So eine 今年は、30匹の新しい小西コイに入れました。あ、30匹ね。30匹。はい。でも、私の最初の印象は、本当に大きくなりましたね。はい。ほとんど、去年の、2歳から。あなたの印象は？コンディションも、すごくいいね。日本にいる時と、あんまり変わってない、その、クオリティが。So, Hattenzuru noch. So, 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 so. Also Makoto sagt gerade, sie sind genial gewachsen und auch die Entwicklung, das Wasser ist super schön. Und er sagt, wenn die jetzt in Japan gewesen wären, hätten die keine bessere Entwicklung gehabt. Also das ist natürlich ein Gütesiegel, wo man sagen kann, besser geht's eigentlich nicht. Aber war auch der erste Eindruck von mir. Der eine Ochiba hat leider Tumor. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, braucht man auch nicht verstecken. Sowas kommt vor. Wir gehen mal nach da vorne, weil da sind sie jetzt.
Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir erst gefangen haben, dass jetzt ein bisschen verschreckt sind. Hast du noch mal ein bisschen Futter, Yves? Ja, aber nicht so viel, das ist teuer. Das Futter, er hat gerade gesagt, nicht so viel, das ist teuer. Wie viel fütterst du am Tag, by the way? Wie viel sollte ich? Wir fragen mal Makoto, wie viel du sollst. Das ist gut, fangen wir so rum an. Also hier sieht man es wunderbar. Mako, sono nichigo do de. Ichinichi ni nan gram no esa no hoga ii? Na, zenbu de nan biki. Wie viele Fische sind drin? 40. 40? 40 Piki. 40 Piki. 40 Piki. 3 Kilo, 120. 120 no. Noch ein bisschen scheu. Makoto ist noch am Rechnen. Kalkulator gar nicht zu das gar. Ich frage gerade, ob er einen Taschenrechner braucht. Makoto kommt auf 4 Kilo. Das war, ich würde auf 4 kommen, Makoto sagt 1,5 Kilo. 25 Kilo. Ha? 25 Kilo. Hi. Bei 25 Grad. Also man muss ja die Futtermenge immer auf was beziehen. 2 Kilo oder 2,5 Kilo. Ha? 2 Kilo oder 2,5 Kilo. 2,5 Kilo? Hi. Hm. Tatsächlich 2,5 Kilo. Hi. Sono koi mada wakai desu ne? So desu. Sono wakai koi ga, chotto esa ga takusan hitsuyo ne? Hi. Also, weil die Koi noch relativ jung sind, sagt er, 2 bis 2,5 Kilo kannst du den füttern. Und wie viel hast du gefüttert? 1,2. 1,2. 1,2 Kilo agemashita. 1,2 Kilo. Bei welcher Temperatur? 22 bis 25 Grad. 22 bis 25. Okay. Das geht natürlich auch rapide schnell nach unten. Also wir wissen ja. Also immer noch 1,3 Kilo. Immer noch? Bei 18 Grad. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen viel. Soll ich mal fragen, was er dazu sagt? Ima chuhachi do. Mada itte ni kilo agete. Soll er chotto. Oi ne. Osugi do. Hi. Makoto sagt zu viel. Soll ich ihn fragen, wie viel er füttern würde? Mako, anata wa ima nangramu agemasu ka? Anata no osusume wa? 18 do desho. Hi. 700 gurai. Er sagt 700 Gramm. Okay. Da ich dein Futterlieferant bin, wäre ich trotzdem für 1,2. Ja, es passiert dann schnell im Herbst, wenn man da ein bisschen zu viel füttert. Das Verrückte ist, im Herbst fressen die das auch, dass sie dann relativ schnell Bäuche bekommen. Und deine haben, also sie sind nicht fett, nicht falsch verstehen, und nicht überfüttert, aber sie bekommen dann relativ schnell ein bisschen Bauch. Wie ist so das erste Jahr? Bist du zufrieden mit der Qualität von uns? Ja. Hast du Spaß? Ja. Super. Das freut mich. Du wirkst heute ein bisschen schüchtern, Yves. Ja, so liegt das an Makoto? Weil normal bist du gar nicht schüchtern. Komm, stell mal eine Frage, die du Makoto schon immer mal stellen wolltest. Wie weit entfernt bin ich von Konare Mizu? Hi. Ano, Kare no Mizu wa Konare Mizu desu ka? Kare no Shitsumon wa Watashi wa Konare Mizu kara Toi desu ka? Ya, chikai. Imi wakaru? Chikai. Chikai. でも 本当のコナレミスはないね。 そうね、ちょっと生。はい。その泡もないしとか。 Also er sagt, du bist nahe dran. Und ist aber übrigens eine gute Frage, du bist nahe dran. Aber was ein bisschen fehlt, sind hinten so die Luftblasen, die stehen bleiben. Du siehst das Wasser, das ist immer so das erste Indiz, wo man sieht, dass man es noch nicht ganz erreicht hat. Die Oberfläche ist zu hart, zu clean, noch ein bisschen. Aber im nächsten Jahr hast du das wahrscheinlich schon. はい。あの、コナレミス。どうしてもう、コナレミスはないです。どこから見える?どこから見える?このサーフィスかな?サーフィスね。本当のテリバないですね。そう。And die Oberfläche hat noch nicht die Spiegelung, die man eigentlich kennt. Das ist verrückt. Du würdest es verstehen, wenn ich dir bei mir in der Anlage zwei Becken nebeneinander zeige, wo das eine Spiegelung hat und das andere nicht. Und dann sieht man es plötzlich. Das wird nochmal, das ist schon sehr gutes Wasser. Er sagt, du bist sehr nahe am Konare Mizu. Aber so den wirklich ergreifenden Glanz, den hast du aber eigentlich auch erst, wenn die Luftblasen irgendwann stehen bleiben. Aber es wird das erste Jahr, bin ich extrem zufrieden. Fürs erste Jahr ist es perfekt. Also da gibt es überhaupt gar nichts. Hätte ich so auch nicht erwartet. Und du darfst auch nicht vergessen. Wie viel Kubik hast du nochmal?
160 und 1,2 Kilogramm Futter, das ist ja gar nichts. Ja? Erstmal mehr Futter. Wir machen jetzt erstmal ein Futterlager und im nächsten Jahr dann Fisch. Also 250 Kilo habe ich. Demo, Yaku, Rokuchi Tonde, Ano, Sono, 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 Sukunai, Sono, Nishikigoi, Sukunai, Dashi, To, 1.2 Kilo, Esa, 1日 ni Dake, Ano, Konare Misu, wa mutsukashi, ne? Ah, ma, chotto, Sakana, Koi, wa sukunai, ne, Kazu. Also er gibt uns recht, du brauchst mehr Fische und mehr Futter, dann wird es auch mit dem Konare Miso. Nächste Frage? Ich habe keine mehr. Du hast keine mehr? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest heute? Nicht? Aber ich habe dir das letzte Mal schon gesagt, ich würde nur die Tiefe, die würde mich minimal stören, weil man die Koi einfach nicht ganz so gut anschauen kann. Filter läuft auch stabil. Mit sehr stabil, weder mit Rief, mit Draht, also mit Draht ganz ein bisschen, mit Rief, Null, Ammonium, Ammoniak, alles, alles gut, geil, sehr gut. Ano, in der Pond, mo, arimas, immer. Ah, nein. Misetai, geh mal nach unten, deine Innenhälterung. Aber leer. Ja, demo immer, sakana wa inai. Demo kare wa, ano, zenbu no. インドのろ過そう、魚がいないから、はい、大きい池と一緒に、はい、働きます。あ、それは面白い。おう。それはテンプ。そうだね。よ、ウボンウィンダーコモダメ。な。はい。おお。レオ。おお。Wie viel Kubik hat es? 10? 6. 6. Rokuton. でも、ドフィルダー läuft jetzt oben mit, gell? 今は、フィルダーも、上の池と一緒に。ああ。それは一番便利。そうだね。そう、鯉が引っ越しして、うん、すぐ、フィルターは、水の品質はいいです。はい。ね、machst du welche Runde im Herbst? Ja. Weißt du auch schon was? Ja, die zwei Karashis, ein Ochiba, ein Benigoi, dann Ginhain Karashi, die zwei Kohaku von Rico. Mhm. Und eventuell noch ein paar von kleinen Sorgoi oder Jaguars. Also so um die 10, 12 Stück. Ja. Okay. Ein bisschen Platz braucht man, weil kommen dann noch ein paar von Japan. Das stimmt. Fuyuni, daitai Juni Hiki wa koko ni irimasu. Seichun no tameni. Sore wa 6 ton ga anata no osusume wa nanbiki no hou ga ii? 6 ton. 10匹は大丈夫ね。味は大丈夫。Also ich habe gerade gefragt, was seine Empfehlung ist, wie viel man hier reinmachen kann. Dann sagt er 10. Das ist überhaupt gar kein Problem. Kare mo nihon ni kimasu. Ah, hai. Sono Rico to isho. Hai. Demo hoka no gyosha. Ich habe gerade gesagt, dass er auch nach Japan kommt. Wann seid ihr da? Letzte November, also letzte Oktober, 1. November. Okay, wie lange seid ihr in Hiroshima? Die 1. November. Eine ganze Woche? Geil. Also plus minus. Ja. Genau, Plan so. Steht noch nicht. Dann können wir euch aber gleich sagen, an welchem Tag welcher Naturteich abgefischt wird. Hi! Hi! Domo arigato gozaimashita. Hi! Vielen Dank, Yves. Und wir freuen uns auf Japan. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.